Was geht ab, YouTube? Auf jeden Fall erstmal herzlichen Dank für das letzte Video, dass ihr so gut ankam. Also es werden viel, viel mehr Videos kommen, zum Beispiel aus Feedback und so. Ich habe auch selber eingesehen wegen Mikro und so. Das wird auf jeden Fall alles natürlich verbessert, ist schon verbessert worden. Der Projekt mit CL läuft die ganze Zeit nebenbei. Also ich war die letzte Zeit krank, also konnte ich nichts aufnehmen. Aber jetzt werden wir durchstarten, wir werden alles produzieren. Und wir werden heute auch den ganzen Tag aufnehmen, also es werden Sachen vermischt und so, also vielleicht kommt das Video schneller als das andere, nimmt mir das nicht böse, es ist auf jeden Fall krass. Heute sind wir nicht mit dem Zelt unterwegs, heute sind wir mit dem Buggy unterwegs. Heute zeige ich dir so euch ein bisschen, wenn ich nicht mit dem Mercedes unterwegs bin, was wir so noch in Busenholz haben, was wir, wenn die Langeweile kickt, was wir so machen, also das wird auf jeden Fall geil. Und bevor wir losgehen, fahren wir gleich tanken, dann machen wir die Kameras, GoPro, alles mäßig und dann sehen wir uns später. Okay, bevor wir losfahren, einmal kurz den Buggy, der hat 500 Kubik, Einzylindermotor, ich glaube 35 PS, Automatikgetriebe, viel ist es nicht dran, das Geilste ist Allrad. Kann man aber abschalten. Ich fahre meistens immer auf Heck und ich sage, im Winter macht das auf jeden Fall viel Spaß. Und ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt los und dann sehen wir uns später. Auf jeden Fall, hier habe ich meine Kinder verbracht. Ich weiß nicht, mit 12, 13 Jahren hatte ich einen Yamaha 350 Wario Quad. Und auf jeden Fall, hier ist eine geile Strecke. Wir haben hier mit Kollegen gechillt, immer bis 5 Uhr nachts manchmal rumgefahren. Also das ist schon ein Teil, wo ich auf jeden Fall gerne gewesen war. Danach kam mein Polo, das vielleicht manche kennen den, der ist so aufwild. Wurde auch damit hier rumgefahren. Also eigentlich ist das eine Mountainbiker-Strecke. Aber ich komme natürlich mit meinem großen Gerät auch natürlich hier rein. Also das darf nicht fehlen. Also wir sind jetzt keine Ahnung wo angekommen. Also wir haben mies Spaß. Ich war noch hier nie. Wir sind irgendwo in ausgetrockneten Fluss. Ich weiß, Alma oder so heißt. Also Buggy sieht auf jeden Fall richtig dreckig aus. Wir fahren jetzt nur mit Allrad. Also weiter geht das nicht so mit Heck. Also der Tag ist auf jeden Fall geil. Also ich freue mich auf das Video.